heute ist der große Tag. Entscheidungszeit, Leute. Wir haben jetzt 5 Castings hinter uns gebracht. Wir waren in Köln, in Frankfurt, in München, in Berlin und in Hamburg am Start und haben überall natürlich geile Kandidaten gehabt und von denen jeweils immer 3 ins Finale gekommen sind. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt 15 Leute auf dem Tisch, aus denen wir jetzt unsere 6 auswählen, die wir mit nach Bali legen. So, wir haben uns gestern gezwungen, bloß nicht darüber zu reden, weil es kommen natürlich so viele Gedanken, okay, der ist auf jeden Fall dabei oder der nicht und so weiter. Und wir haben uns echt gezwungen, nicht darüber zu reden, bis zu diesem Moment jetzt. Und jetzt geht's los. Und hier ist es ja, dass wir so von jedem Fortschrittsstandpunkt, in dem man so sein kann, irgendwie eine coole Mischung mit haben. Jeder sucht sich seine Top 3 im Kopf aus. Wenn wir beide einen haben, dann ist der direkt dabei. Okay, ich hab. Du auch? Ja. Zeig her. Ja, das wusste ich. Okay, das bedeutet, wir haben beide die Claudia und beide den Simon. Oh Gott. Das heißt, wir haben unsere ersten beiden Finalisten für Bali? Ja. Oh, klare Sache. Hier ist schon mal die ersten, Glückwunsch! Die Bali-Finalisten stehen fest. Was geht denn ab? Also bei Simon denke ich mir, der hätte beim Pitch noch viel, viel besser das alles auf den Punkt bringen können. Ja. Aber dadurch, dass wir halt auch in der Pause mit ihm geredet haben und so, habe ich nochmal viel besser verstanden, was er genau alles machen möchte, wie viel eigentlich in ihm steckt. Und ich glaube einfach auch, dass er für die Gruppe so krass wertvoll ist. Ja. Und er halt auch schon ein bisschen Vorerfahrung in dem Bereich, aber du halt weißt, der ist halt ein Umsetzer so und der musste halt gar nicht motivieren extern. Genau das Gleiche kann ich eigentlich bei Claudia sagen. Ich meine, wie krass ist das denn? Die war Montag noch beim Zuschauerding, also als Zuschauerin dabei. Und die Idee ist ja eigentlich dazu entstanden, weil ich mit ihr so, oder wir mit ihr im Gespräch gerollt haben. Das ist der Wahnsinn. Also, und die hat zweimal Platz 1 gemacht. Heftig und würde krass. Ihre Tochter mit nach Bali mitnehmen, ohne Probleme. Und ist auch zweimal zum Casting tatsächlich gekommen, hingeflogen. Ja. Am nächsten Tag. Und gepitcht. Zweimal verschiedene Pitches. Das meinte ich mit den verschiedenen Pitches, dass ich es richtig geil fand, dass sie zwei verschiedene Pitches ausgearbeitet hat und man einfach dadurch auch sieht, wie sehr die das will. Und, Das heißt, wir haben jetzt 9 Leute im Rennen für die restlichen 4 Plätze. Also Doreen ist für mich eine Wundertüte. Da weiß ich irgendwie gar nicht. Also sie hat sich auch sehr gefreut, aber irgendwie ich konnte sie als Person noch gar nicht hundertprozentig greifen. Können wir eine Person eliminieren hieraus? Easy? Oder sollen wir lieber versuchen, eine weitere reinzulegen? Eine weitere reinzulegen. Ja, weil du hast die Susi bei dir an Platz 3 gelegt und Susi wäre bei mir an Platz 4. Also können wir sie reinlegen. Bei der Juli ist das Main-Thema, woran wir halt arbeiten werden. Das ist halt genau die Ausrichtung. Ja. Und ich glaube, wenn sie die hat, die hat halt branding-technisch als Mensch so ein überkrasses Potenzial. Ja, stärker noch als die anderen, glaube ich. Mega. Also okay, für mich ist... Safe. 4 Leute, Baby. Okay. Alle, die wir jetzt hier haben, oh mein Gott, ich liebe sie jetzt schon, von unten bis oben gefühlt. Ich weiß halt jetzt schon, mit jedem Einzelnen kann ich stundenlang reden und fragen, was ist los? Und der wird mir wirklich sagen, was los ist. Und genau das finde ich halt bei Sergej so toll, dass er, Kommunikation ist das Allerwichtigste für uns. Also sag mir bitte, was du über Ulrike denkst. Sie ist so eine heftige Wundertüte für mich. Ja, unfassbar. Ich habe so Angst vor ihr. Ja. Ich denke mir so, in dem einen Moment denke ich mir so, beste Freundin und sie guckt mich an und weint und ich nehme sie in den Arm und kann ihr so viel Kraft geben und so Rohdiamant, der einfach nur geschliffen werden muss und raus mit ihr. Und im nächsten Moment denke ich mir so, sie ist unberechenbar. Sie kann sein, dass sie in der dritten Woche, voll zickig wird oder ihr Ding macht oder nach Hause fliegt oder man weiß es einfach nicht. Ich glaube, eine Entscheidung können wir auf jeden Fall treffen. Ja. Sergej ist mit dabei. Sergej ist auch weiter. Oh Gott, das heißt, schön. Wir haben hier die 2 Jungs. Ich gönne denen das auch so. Oh krass, der hat so eine Entwicklung gemacht in den letzten Monaten. Der ist so eine Brand. Das ist also alle, die hier liegen. Rohdiamanten, Leute. Wir mussten hier einmal kurz Pause machen, weil Lua musste zum Friseur. Sie traut den Balinesen nicht. Morgen fliegen wir wieder zurück. Ja, genau. Morgen fliegen wir nämlich wieder nach Bali. Und jetzt geht's aber weiter. Ganz ehrlich. Ich bin dafür, dass wir alle Regeln brechen und Steffi mit dazu holen. Krass. Die erste Frage, die wir uns natürlich beantworten sollen, ist, ist das generell cool, einfach eine Person, die nicht im Finale ist, gegenüber den Finalisten? Das Ding ist, hier geht es auch nicht um gerecht oder nicht gerecht. Es geht um 6 Wochen, die erstens
die krasseste Entwicklung der Teilnehmer zeigt und dazu brauchen die Teilnehmer die geilsten Teilnehmer, um das krasseste Umfeld zu haben. Ich sage ja jetzt nicht, dass wir das so machen müssen, aber ich will einfach mal die Grenzen hier sprengen in unserem Kopf, weil es geht hier auch um viel, es geht hier um richtig viel. Und wir müssen uns ganz genau überlegen, wen wir mitnehmen und wen wir auch dabei haben wollen und bei wem wir auch sehen, dass es einfach krass abgeht, dass es krass in der Gruppe passt, dass sich alle gegenseitig pushen. Und stell dir vor, ein Kurs, wo du einfach lernst, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, bla bla bla, steht oben als fette Headline. Es ist so krass, wir kreieren hier einfach gerade eine Business-Idee für eine Frau, die gerade noch nicht mal überhaupt mit dem geringsten, mit dem geringsten Gedanken daran spielt, dass die Talentspiele noch irgendwo im Raum steht. Wie krass ist denn das bitte? Und wir kreieren schon den Online-Kurs dafür. Und ihr Pitch war ja auch, es ist Oktober in Deutschland, es regnet und ich strahle wie ein Honigkuchenpferd. Und genauso sehe ich sie halt auch. Oh mein Gott. Ja, wir müssen sie anrufen. Na klar. Und sie fragen. Nein, wir fragen nicht, wir sagen nicht dabei. Oh. Ganz ehrlich, aber das fühlt sich so richtig an. Es fühlt sich so richtig an. Das wird die krasseste Community ever. Diese sechs Menschen. Feels good. Oh shit, yes. Was haben wir hier schon wieder aus der Trickkiste gezogen? Eigentlich doch mit Claudia. Hoffentlich geht's dran. Claudia ist dran. Hallo Claudia. Hallihallo. Haben wir uns trotzdem dazu entschieden, dich dabei zu haben? Du bist dabei! Oh mein Gott. Oh Gott. Hey Claudia, das zeigt doch mal, ohne Witz, von der Zuschauerin. Unfassbar. Nur weil du diese eine Frage gestellt hast. Junge, was geht denn? Was ist denn eigentlich möglich da draußen? Das ist so krass. Hallo? Hallo, hallo Juli. Hallo. Ich mach's kurz. Diesmal hat es leider... Es hat geklappt! Du bist dabei! Wie? Ja, wie krass muss man dich überreden, dass du dir den Castingpass holst? Okay, als nächstes Simon. Junge, wenn du das siehst, Simon, wenn du das siehst, dann weißt du, du wurdest hart geflasht. Ich mach bei ihm jetzt richtig schlimm, okay? Ruf ihn an, sag ihm ab, leg auf. Nein! Dafür haben wir keine Zeit. Komm, jetzt. Ui, was ist denn bei dir los, Simon? Hallo, laut. Simon. Hallihallo. Ich mach's kurz, wir haben uns diesmal nicht für dich entschieden. Nein. Ja, weil uns einfach die Klarheit bei dir gefehlt hat. Verarscht, du bist dabei, du bist dabei. Hallo Susi. Hallihallo. Hi, dir leider diesmal sagen, Susi, dass es nicht... Es hat gereicht, wir fliegen nach Bali. Du bist dabei. Hallo. Hallo. Wir haben uns diesmal dazu entschieden, dass du dabei bist. Du bist auf Bali. Ich hab keine Worte. Du hast es geschafft, Mann. Ich freue mich echt total auf euch. Ich freue mich so auf Freunde, jetzt ist das große Finale. Wir sind komplett durch. Wir haben 0.16 Uhr, sitzen im Bett. Wir sitzen schon im Bett. Und jetzt rufen wir die Steffi an. Die war nämlich die ganze Zeit busy und hat dann auch geschrieben, so, oh, wir können doch einfach morgen telefonieren. Wir können es machen. Ey. Hallo Steffi. Hallo Steffi. Weil ich im Moment jetzt gerade noch sage, ich kann da jetzt noch nichts rausziehen, außer dass ich irgendwie mich nicht gut fühle. Ich mach das kurz und knackig. Wir wollen dich auf Bali mit dabei haben. Nein. Ja. Wir haben unsere sechs zusammen, mit denen geht's jetzt nach Bali. Das ist das Ergebnis unserer letzten Woche Castingtour, würde ich mal sagen. Mega. Wir sehen uns dann in der Challenge-Schmiede, wenn es dann losgeht. Gute Nacht!